So, nachdem ich lange gewartet habe, hier, Helmut ist angekommen. Jawohl. Und Flötenmann ist auch dabei. 288 Männer, Bergheil Helmut! Und jetzt? Jetzt gleich Bergwanderung Start kommt. Wir werden auf die Alpen hochlaufen. Und ich bin sehr gespannt drauf, wie viel Temperatur wir dieses Wochenende haben werden. Also Helmut hat mehrere Rucksäcke dabei. Und genau, die werden wir jetzt gleich tragen. Also das packen wir jetzt gerade ein und dann tragen wir die. Und es werden Sachen getragen. Flötenmann, ich bin vorhin im Zug eingepennt. Dann habe ich diesen gesamten Waggon zugeschnarcht gehabt. So richtig. Es war einfach fantastisch. Es war wunderschön. So, hier geht der Stall berghoch. Aber ich glaube, ihr seht das nicht, weil es einfach zu dunkel ist. Und weil es meine Kamera nicht so richtig auffängt. Aber hier geht es auf jeden Fall steil bergauf. Und hier laufen wir jetzt hoch. Flötenmann, dieser Winter ist mein 10-jähriges Jubiläum, dass ich in kurzer Hose rumlaufe. Ich bin eine Kaulquappe. Kennt ihr Kaulquappen? Mit diesen Dingern hier am Hintern? Die sehen lustig aus. Kaulquappen sind geil. Das fühlt sich so an, als ob ich mein Gehirn an so ein nicht Schleifpapier, sondern diese Stöcke, diese Geschredderstöcke, die wie Schleifpapier sind. Genau so, als ob man das hier so dran gekratzt hat. So fühlt sich mein Gehirn an. Nein. Richtig geil, oder? So, Helmut grillt Fleisch. Damit wir gleich Fleisch fressen können. Zur Stärkung für die weitere Tour. So, Steak ist fertig. Das heißt, Fressen ist fertig. Guck mal, Leute. Helmut hat Glühwein gemacht. Okay. Na, fast verbrannt. Das war ganz knapp gewesen. Das war richtig kurz davor gewesen, dass ich mir meine Zunge verbrenne. So. Flötenmann. So. Jetzt weiter zugelaufen. Alpine Psychose. Ich habe schon mal Milben aus meinem Gehirn rausgepresst. Das hat sich dann komisch angefühlt.
je höher wir laufen, desto mehr dieses weiße Zeug kommt. Also dieses hier. Wir haben uns komplett verlaufen. Ich glaube, ich Naturinator. Das ist seine Spezialmission. Wir haben uns in der alpine Zerrandung komplett verlaufen. Dieses weiße Zeug ist vorhanden, was hier uns belästigen tut. Und was hier meine Beine hier abkühlen lässt. Dafür ist das geeignet. Und für nichts anderes. Guck mal hier. Ich bin eine richtige Schabe. Und da hinten, das ist Aussicht. Aber ich glaube, mit der Kamera kann man das nicht so gut auffangen. Auf meinem Handy kann man das besser erkennen. Guck mal. Hier sind ganz viele diese Dinger hier. Diese Leuchten und so weiter. Das erkennt man auf meinem Handy besser. Als mit, mit dem Auge erkennt man das am allerbesten, aber mit diesem Handy erkennt man das besser als mit meiner Actioncam, mit der ich filme. Ich mache jetzt gerade eine Instagram-Story. Guck mal da. Da vorne sind Beleuchtung und sowas. Das sehen wir uns gerade an mit Augen und sowas. Guck mal da. Da vorne sind Beleuchtung und sowas. Das sehen wir uns gerade an mit Augen und sowas. Guck mal. Ja, genau. Das habe ich gerade gemacht. Und der Flötenmann. Grüße gehen raus. Ich bin die allerletzte Bazille. Ich bin so ein richtiger Baktus. Und ich liebe es, in Karies zu schwimmen. So, wir gelaufen jetzt immer höher und höher und höher. Und das strengt an, oder wie das heißt. So, hier einmal festhalten. Weil, guck mal, das hier ist so eine kleine Treppe. Und wenn man hier abrutscht, dann fällt man ganz tief auf den Kopf drauf. Und da ganz hinten, da ist Aussicht. Je höher wir laufen, desto tiefer ist dieses weiße Zeug hier. Und desto anstrengender wird das. Ja. Aber ich glaube, dauert nicht mal so lange, bis wir dann irgendwann bei diesem Ziel angekommen sind. Also da, wo wir dann pennen werden. Dort hier vorne schon wieder eine kritische Stelle. Das heißt, man kann hier ganz weit runterfallen. So, wir haben Ziel erreicht und Helmut hat mir hier ein Zelt ausgeliehen, wo drin ich pennen werde. Und ich muss wirklich sagen, das ist wirklich sportlich kalt. Also langsam habe ich Bock, mich im Zelt reinzulegen. Wir haben es auch von der Uhrzeit her auch echt spät. Ich glaube, dauert nicht mehr lang und dann penne ich im Zelt drin. Aber erst mal ein Bier trinken.
guten Morgen, wir sind auferstanden. Ich habe hier gepennt. Hier ist Zelt. Hier vorne ist Flötenmann. Und hier, guck mal. Wir sind hier mit diesem Ausblick hier aufgestanden. Ich glaube, das da unten, das ist Garmisch-Partenkirchen oder wie das heißt. Denkst du, da wärmer? Führ mal da rein. Ich glaube, ich schick bin einfach nur, Alter. Guck mal, ich sehe, Alter. Ich lieb dich einfach. Mein Name ist Nathan Albin. Ich übernachte auf dem Stand. Guck. Der Typ ist auf Instagram. Nennt sich Naturin. Weil die Aussicht hier voll cool ist und die Stelle hier auch, werden wir heute noch eine Nacht hier pennen. Ich liebe Ursaft. Genau, hier in dieser Stelle. Ich hatte auch einen Schädigang. Also wir schlafen heute schon wieder genau da, wo hier dieses weiße Zeug hier rumliegt, was mich schon des Öfteren im Leben belästigt hat. Und der ist ganz tief und so weiter. Und wir wollten ursprünglich eigentlich sogar noch höher laufen, weil guck mal, je höher man läuft, desto tiefer ist dieser Schnee. Und deswegen pennen wir heute noch eine Nacht genau hier, in dieser Stelle, wo wir die letzte Nacht gepennt haben. Weil hier ist eine wunderschöne Aussicht. Da kann man dieses Garmisch-Partenkirchen oder wie das heißt, von hier oben angucken. Das sieht ja nachts voll cool aus. Guck mal, letzte Nacht habe ich das vergessen gehabt, die Temperatur zu zeigen. Und wir haben jetzt gerade diese Temperatur hier. 0,7 Grad. Und das wird heute Nacht auf jeden Fall genauso wie in der letzten Nacht, wieder so richtig kalt und so weiter. Und ich bin sehr, sehr gespannt drauf, wie viele Temperatur wir später haben. Guck mal hier. Kennt ihr diese Dinger hier? Also diese hier, mit diesen Metallteilen hier. Ich habe mir die extra für diese Tour besorgt. Extra damit, wenn man hier zu nah irgendwie dran läuft, dass man da nicht so schnell abrutscht, um dort runterzufallen. Weil wenn man hier runterfällt und man dann auf den Kopf fällt, dann spritzen die ganzen Gehirnzellen irgendwie raus. Und das würde mich dumm machen. Und genau, nur aus diesem Grund, damit ich da nicht so schnell abrutsche. Da habe ich mir diese Dinger hier geholt. Und weil sich die Sonne hinter diesem Berg da hinten versteckt hat, kommt langsam bald Dunkle. Also das wird immer dunkler und kälter. Und je dunkler das wird, desto stärker sieht man diese Straßenbeleuchtung da unten. Und wenn später ganz dunkle ist, dann ist das hier komplett voll mit Straßenbeleuchtung. Aber ich glaube, das habe ich euch schon gestern irgendwie gezeigt, dass da ganz viel Straßenbeleuchtung ist. Von dieses Garmisch-Partenkirchen oder wie diese Ortschaft heißt. Von dort sind wir hier hochgelaufen. Und dann müssen wir morgen auch ganz, ganz komplett runterlaufen, morgen früh. Weil morgen ist auch Abfahrt. Da geht's zurück. Wir müssen da den Zug erwischen. Aber ansonsten haben wir den ganzen Tag hier rumgechillt. Hier an dieser Stelle. Ganz entspannt. So, weil immer mehr Dunkle gekommen ist. Weil
wie vorhin gesagt, ist diese Sonne hier hinterm Berg runtergegangen. Genau, machen wir jetzt gerade ein kleines Feuerchen, ein Lagerfeuer. Und gucken mal, wenn man da unten guckt, da ist alles komplett beleuchtet. Es sieht von hier aus auf jeden Fall mega interessant aus. Es brennt weiter. Mein Vater. Guck mal, wir werden jetzt hier Koffein herstellen. Und das dann gleich trinken. So, jetzt wird Kaffee gemacht. Pulverkaffee. So, Koffein ist fertig. Ja, kann ich immer wieder sagen. Koffein draußen in der Natur zu saufen ist geil. So, das Feuer, das brennt gut. Und Helmut hat hier. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Stabilität. Das passt. Wie heißt das Ding? Rettungsdecke dran gehangen mit zwei Stöcken. Extra damit dieser Wind von dieser Richtung nicht nach da lang peitscht, dass wir dann diesen ganzen Glut und Verdampfung und sowas nicht da drüben irgendwie abkriegen. Und auch damit die Wärme da nicht nach da lang geht, sondern nach da lang. Also da, wo hier diese verschmierte Bank hier ist. Genau. Jetzt wird ein bisschen Fleisch gebraten hier auf diesen Stein. Oder? Auf diesen aufgehitzten Stein. Das ist einfach schön. Einfach schön. Ja. Und gleich wird Fleisch gefressen. So, Fleisch ist fertig. Jetzt soll ein bisschen abkühlen, damit ich mir hier meinen Mund nicht verbrenne. Damit mein Maul sich nicht verbrennt. Noch ein bisschen abwarten, dass es kühler wird und dann fressen Start kommt. So, jetzt Fleisch mit Brot, essen Start kommt. Das ist gut. Ja, schmeckt gut. Schön. Hier, wir sind wach. Und vorhin hat das so ein bisschen geregnet. Das sieht man hier. Hier sind ein paar Tropfen. Aber jetzt, wo ich aufgestanden bin, da sind die Wolken weggelaufen. Das heißt, wir haben jetzt schon wieder Sonne, das ist voll geil. Jetzt habe ich hier einen Flötenmann. Der liegt da noch drin. Und guck mal. Wir sind genauso wie gestern. Schon wieder mit diesem Ausblick hier aufgestanden. Und wir werden gleich Tee trinken und was zu essen machen. Und dann gelaufen wir den ganzen Weg wieder runter. Obwohl laut Wetter-App Unwetterwarnung draufsteht, haben wir jetzt so ein richtig, richtig geiles, voll cool Wetter. Mit Sonne und sowas. Und darauf werde ich jetzt diesen frisch gekochten Tee trinken. So, der Flötenmann ist auch schon wach. Guten Morgen.
Und die Teile sind richtig lecker. Und wir genießen jetzt hier dieses schöne Wetter. Es fühlt sich jetzt in diesem Augenblick so an, wie so ein Frühlingswetter. Ja. Von den Temperaturen her. Absolut. Aber ich glaube, das liegt vielleicht daran, weil die ganze Nacht über so um die 0 Grad war und jetzt ganz plötzlich irgendwie, war eben gerade vorhin waren ja Wolken gewesen und das hat da runtergetropft. Und das hat dann hier dieses Zelt hier, was mir Helmut ausgeliehen hat, vollgespritzt. Da sieht man ja diese ganzen Tropfen, aber das glaube ich, hatte ich vorhin auch schon gezeigt gehabt. Und genau, und dann kam ganz plötzlich die Sonne raus. Es ist hier wunderschön wolkenfrei und gefühlt wie, weiß nicht, wie 15 Grad oder so. So von jetzt auf gleich. Voll angenehm. Guck mal hier, guckt euch mal an, was der Helmut schon wieder hier anrichtet. Er kocht Fressen. Und wenn wir das dann, wenn das gleich fertig ist und wir das in uns reingeschoben haben, werden wir zusammenpacken. Und dann nach da runterlaufen. Bis zum nächsten Bahnhof. Da ganz unten, da sieht man vielleicht diesen Bahnhof. Ich glaube, das ist der. Keine Ahnung, ob ihr es seht, aber wir sehen das auf jeden Fall von hier aus. Genau. So machen wir das gleich. Also, Fressen ist fertig. Reis mit irgendeinem Hackfleisch und vielleicht Pilzen oder Bohnen und Paprika, Zwiebel, so etwas ist da drin. Genau. Das werde ich mir jetzt geben. Schmeckt gut. Sehr lecker. So. Sachen sind gepackt. Und jetzt laufen wir zurück nach unten. Darunter. Und wenn wir unten angekommen sind, dann erstmal Bier kaufen gehen. Und dann auf den Zug warten. Aber wir haben noch ein Stück zu gehen. Oder beziehungsweise wir haben gerade gestartet. Man sieht so ein bisschen, dass langsam Schmilz kommt. Dass der Schnee langsam schmilzt. Hier. Seht ihr dieses Wasser hier? Das kann meine Schuhe nass machen. Mal, hier vorne ist Gebirge und da drüben ist diese Aussicht. Aber wir müssen jetzt hier rüberlaufen.
Also da kann man, wenn man ein bisschen stolpert, da kann man ganz weit tief hier runterfallen. Naja, ein falscher Schritt und dann fällt man ganz tief hier weit runter. Ich bin dann nicht runtergefallen. Wasser vom Berg gefunden. Voll cool Ausblick. Da. Je tiefer wir runterlaufen, desto weniger liegt dieses weiße Zeug hier rum, was mich schon öfters belästigt hat. Hier ist ein bisschen steiler. Auf jeden Fall runterzulaufen ist auf jeden Fall leichter als hochzulaufen. Vor allem, weil die Rucksäcke jetzt auch viel leichter sind als davor. Wegen ganzen Getränke und Lebensmittel und sowas. Ja, wieder hier ein voll cool Ausblick. Guck mal hier, ein voll Fettfelsen mit hoch dran und sowas.
Da geht immer weiter runter und sowas. So, wir sind in Garmisch-Partenkirchen angekommen und von da oben kommen wir runter und wir mussten gerade einen schnellen Gangschritt schneller machen, weil in einer halben Stunde kommt der Zug von Flötenmann und Helmut. Mein Zug kommt eine Stunde später ungefähr, aber genau, weil deren Zug schon in einer halben Stunde fährt, müssen wir gleich auf jeden Fall schnell zum Schließfach hin, um dort die Sachen rauszuholen. Genauso wie die ganzen Sachen aufteilen. Der schnelle Gang runter war auf jeden Fall schon anstrengend. So, wir sind in Garmisch-Partenkirchen weiter reingelaufen. Und dauert nicht mehr lange, bis wir beim Bahnhof angekommen sind. Also, wir sind jetzt bei Bahnhof Partenkirchen angekommen und jetzt holen wir die ganzen Sachen hier aus der Schließfach raus und sortieren die ein. So, hier, guck mal, da vorne sitzt Flötenmann. Und genau, jetzt sind Flötenmann und Helmut losgefahren. Die sitzen gerade hier in diesem Zug drin. Und ich habe jetzt noch eine Stunde muss ich hier rumwarten, bis mein Zug kommt. Haben wir gerade so in der letzten Minute geschafft, oder in den letzten 5 Minuten würde ich sagen. Aber es war trotzdem voll scheiße gewesen, dass das so knapp war. Wir mussten zeitweise auch eine Runde runterlaufen. Aber jetzt werde ich erstmal zum nächsten Kiosk hinlaufen, um dort ein paar Wartebiere zu kaufen. So. Ich habe mir eben gerade da drüben beim Bahnhofskiosk ein paar Bier gekauft. Und jetzt trinke ich erstmal ganz genüsslich ein Wartebier. Geprost! So, und jetzt muss ich... Jetzt muss ich noch vielleicht 50 Minuten auf den nächsten Zug warten. Also auf meinen Zug, der mich dann nach München-Pasing bringt. Das wird meine erste Umsteighaltestelle sein. Und das wird schon wieder so eine richtig lange Bahnfahrt werden. Mit ganz viel Tiersperma-Gefühl offenbart, weil ich die ganze Zeit diese verschissene Maske anziehen muss. Und das wird gleich richtig unangenehm werden. Und ich werde erst morgen früh um 5 Uhr zu Hause ankommen. Oder 5:30 oder so. Und das wird gleich so richtig, richtig nerven und auf den Sack gehen. Und ich habe mir gerade beim Kiosk 6 Bier gekauft. Also 6 halbe Liter von diesem Hacker Shore. Weil es gut ist, ich finde, das ist ein sehr gutes Reisebier. Den kriegt man nicht so schnell ausgetrunken. Und das ist gutes Genussbier. Der hält ganz lange, wenn man den offen hat. Der hält auf jeden Fall viel, viel länger, als wenn man so einen halben Liter Wickkühler trinkt oder so. Aus so einer Bahnfahrt. Aber ich freue mich gleich überhaupt nicht auf diese lange Bahnfahrt. So, ich habe gerade mein Wartebierchen ganz entspannt ausgetrunken. Und ich befinde mich jetzt hier auf diesem Bahnsteig. Weil in den nächsten 5 Minuten kommt mein Zug. Und dann, wenn er ankommt, dann werde ich da einsteigen. So, mein Zug kommt angerollt. Jetzt hier einsteigen. Guck mal hier, meine erste Umsteighaltestelle, München-Pasing. Jetzt ungefähr eine Viertelstunde warten, bis mein Zug ankommt. Guck mal, dieser ICE, der schneller fahren kann, als man kaum denken kann. Der kommt hier angerollt. Ich werde jetzt hier einsteigen. Jetzt ungefähr über 3 Stunden Bahnfahrt bis zur nächsten Umsteighaltestelle. Ja,
So, ich bin jetzt hier in Frankfurt am Main Flughafen. Fernbahnhof. Und mein nächster Zug. Gleis 7, ICE. Der ist irgendwie ausgefallen. Aber ich habe gerade bei der Information nachgefragt und die haben mir diesen Zettel hier gegeben. Wie heißt das Ding nochmal? Anschlusszug. Informationszug ICE. Wie heißt dieses Wort? Ich kann jetzt mal nicht denken wegen dem ganzen Gerede hier oben. Wie heißt das Wort nochmal? Genau, Schienenersatzverkehr. Genau, das wollte ich die ganze Zeit über Gehirn rein haben. Schienenersatzverkehr. Das kommt gleich. Das heißt, ich muss hier doch nicht so lange hier festhalten. Das ist geil. Oh, der Ausfall ist scheiße. Aber trotzdem, der kommt gleich. Und fährt mich dann erstmal nach Köln oder so. So, ich bin gerade in Köln angekommen und das ist ich habe fast 2 Stunden Umsteigzeit. Das heißt, ich muss hier ganz lange warten. Und ich werde jetzt erstmal. Ich habe mir eben gerade bei McDonald's hier 2 Hamburger und ein Pommes geholt. Extra damit ich Wartefressen habe. Stunden rumwarten. Der 2 Stunden rumwarten kommt hier mein Zug endlich an. Das heißt, jetzt hier einsteigen und nach Bremen hinfahren. Ich bin in Bremen Hauptbahnhof angekommen und jetzt werde ich zur nächsten Straßenbahnhaltestelle hinlaufen, um mit der Straßenbahn von dort aus nach Hause zu fahren. So, ich bin mal an der Straßenbahnhaltestelle und das war voll cool Tour gewesen und ich bin eine richtige Bazille. Fressen gefunden! Ich habe hier Toiletten gefunden. Sind die ganze Zeit.